For English subtitles, activate the subtitle button, please. Herzlich willkommen zu Reptile TiVo. Okay, I'm Brian from Snake Bites TV, and as I was looking around, I came across Reptile TV, and you know what? I thought this might be a channel I might want to buy. So I talked to Stefan, and we worked out a deal. So we're in Daytona for the National Reptile Breeders Expo. It's one of the biggest shows here, so I wanted to show my new audience, you guys, the whole reptile show, but I thought I'd bring on some help. Stefan, can you come over here for a second? I want you guys to meet Stefan. He's going to be working for me now. Can you do us a favor and show us the show? I have to, yes, no problem. Okay, guys. Okay, hope thanks. You enjoy. Ja, dann werde ich mal ein bisschen hier die Börse filmen für meinen neuen Arbeitgeber. Hier haben wir seinen Stand, BHB Enterprise. Zumindest denke ich, habe ich einen zukunftssicheren Job. BHB wird nicht so schnell vor die Hunde gehen, wenn man sich den Stand anguckt. Ich zeige euch mal mein persönliches Highlight-Tier hier am Stand. Also das untere Tier ist ein Soulsucker. Nicholas Benici. Der obere Siniwoma Lesser. Hier haben wir Morton Wright Reptiles. Er hat immer schöne Sachen mit Albinos und macht auch viel mit wie heißen sie? Hier, Spotnose, genau, die habe ich gesucht. Also Morton war eigentlich auch so einer der ersten, der die Spotnose gezüchtet hat. Hier haben wir schöne Albinos. Hier ein hübsches Superstripe-Weibchen. Hier einer, leider in der Häutung. Ist hier auch richtig cool, ein Pastel Calico Spotnose. Ja, hier haben wir Morton. So sieht der Mensch aus. Morton Wright aus Florida. Hey, und die wollen natürlich alle in Reptil TV auftreten. Hier haben wir auch einen schönen Königspython-Stand. Southwest Wisconsin Reptiles. Auch recht viele. Also die Börse ist schon recht bestimmt von den Ball Pythons. Aber Leute, guck mal hier, ein Banana Mojave. Natürlich eine ganz coole Sache. Der Can hat auch ein paar richtig geile Sachen hier. Er ist auch schon recht lange im Geschäft und hat sich auch wahnsinnig entwickelt die letzten Jahre. Accentic Pin VPI, Pastel Enchi, Pastel Clown. Hier kommt die Champagne-Ecke. Hier haben wir Mojave Champagne, ich denke, so ziemlich zum ersten Mal gezüchtet. Hier haben wir Mimosa Champagne, also Mimosa ist Champagne Ghost. Da haben wir Pastel Champagne. Da hinten der Hypo Spinner, also Ghost Spinner, der gefällt mir auch sehr gut. Hier Superstripe. Ben Siegel. Macht gerade Geschäfte, unterstützt wegen der Nachwuchs, macht ihm dafür auch gute Preise. Gehört auch mit zu den recht großen hier. Man sieht so einen riesen Stand, eine riesen Auswahl an Tiere. Hier einiges an hübschen Boas. Bloody Sermon. $200.
Hier ein paar richtig schöne Irian Chaya Aru Mal Carpondro. Ah, das sind die Carpet Condros Hybriden. So, hier haben wir einen Bekannten vom letzten Jahr, Brock Wagner. Hat natürlich auch wieder Hammertiere dabei. Brock ist bekannt für seine Bananas. Ja, und hier haben wir Banana Mail, 60.000 US-Dollar. Ich denke, 60.000 US-Dollar ist wohl so ziemlich das obere Ende hier auf der Börse. Dann haben wir hier Spider Bananas. Dann haben wir Pastel Banana. Banana Spotnose. Banana Spider. Nicest this year, what is your favorite for yourself? I don't know. Actually, I've been really happy with the spot-nosed banana. That one came out, that hatched out. That one's probably one of the nicest animals I produced this year. I really like her. She's got a lot of color on her. The lesser banana came out kind of different. To be honest, I think I kind of like the Mojave banana just a little bit more. But it's still defeated. The lesser gene was so powerful that it really took and darkened up the banana a lot. Here is the lesser banana, okay. I'll show it to you here. It kind of really amazed me, Stefan, how the lesser gene interacted with the banana gene, and it did come out quite so dark. I like how the banana normally is super bright, super light. In this, you can see that it actually darkened it up in there in the dorsal and stuff. So that's cool. Yeah, very interesting. I think it's the first banana combo not having this typical banana color on it. Yes, actually it is. It was the first banana combination that didn't come out just screaming banana. So it was very different. I'm going to show you the spot nose one, Stefan. It's very, very cool. I want to show it to you. The color on it, the coloration is very, very, very beautiful. It was an amazing combination. I don't know if your camera can pick it up in the light, but can you see the color? It's just in the light there. Ja, tatsächlich, absolut coole Morph hier. Also, hier haben wir jetzt Lesser Banana und Spotnose Banana nebeneinander. Ja, very cool. Thanks a lot. So, hier haben wir auch noch einen hübschen Stand. Perfect Predators. Die sind jetzt mehr auf dem Boa-Markt. Hier haben wir was Hübsches. Bloody Salmon. Albino Leopard Boa habe ich bis jetzt auch noch nirgends gesehen. Hier haben wir eine Flamingo Boa. Natürlich auch Wahnsinnsfarben, gell? Craig Graziani, der nette Kerl mit der Mütze ist der Craig Graziani. Gucken, was er so auf dem Tisch hat. Da sehen wir die Python Hunters, die Video. Die haben jetzt hier einen Channel mit den Python Hunters, recht populär hier. Auch schöne Warane hier. Unten drunter wieder was für die Königspython-Fans, ein Desert Pite. Desert Lesser. Oben haben wir Ultramehl. Ja, wenn wir die Ultramehlpreise hier anschauen, dann sehen wir, dass es sich wirklich lohnt, die Tiere zu züchten. Hier haben wir einen Puma, natürlich auch absolutes Hammertier. Ja, und hier haben wir einen Caramel Glow. Ja, ich bin jetzt hier mit Colette Sutherland von den Snake Keepers. Mal fragen, wie sie die Show so findet.
So how you like the show, Colette? Is it good for you? Yes, it has been good for us. It's very busy today and yesterday. What I realize, you changed the design a little bit of the company. You made it with blue color. Yeah, looks very nice, very fresh. Thank you very much. Yes, we like our new logo and we like the blue color much better than the green. It was time for a change. Okay. And what is your favorite animal today, what you are displaying or what you are having here? We hatched out an Xanthic Mojave, and I was really happy with how that came out. Whoa, den habe ich noch gar nicht gesehen. Wow, really cool. I was really happy with how this one came out. I was very pleased with the coloring of it. And I'm hoping as it grows, it'll keep the nice coloring that it has. So it's the first time breeding of Xanthic Mojave, or not? For us, yes. Somebody else breed it before you? The VPI line Xanthic has been done. It was done back in 2008, and this is the first that I know for Snakekeeper line. Wow, cool. Was auch eine super Sache ist, die haben hier so einen Versandservice für Reptilien, ja, Ship Your Reptiles. Also Box, alles fertig. Also die Leute, wenn die hier auf der Börse einkaufen, viele kommen ja mit dem Flugzeug, können sie hier die Tiere in die Box packen, im Prinzip hier abgeben und die Tiere werden zu denen nach Hause geschickt. Ne? Also wirklich super Sache, ja, absolut bequem und sicher. So, hier haben wir auch richtig super Sache. Das sind ein paar kleine Albino-Alligatoren. Ja, also die sind der totale Oberkracher hier. Ich meine, die sind in der normalen Farbe schon schön, aber als Albino der Oberkracher. Albino grüne Leguane. Hier haben wir auch noch was Witziges, das sind Sandboas als Snow und als Albino. Ja, und hier nochmal Michael Cole. Seine Firma heißt Ballroom Pythons, ja. Auch schon ewig im Geschäft. Ja, ich bin hier mit Michael Cole. Ich denke, last year we had a short interview, not? Do I remember well? The year before we had the Panda Pie now. I remember, yeah, exactly. Okay, also ja, erinnert euch vielleicht an den Panda Pie, erinnert euch sicher. Jetzt bin ich hier mit Michael. Mich würde mal interessieren, die haben da so eine Fernsehsendung und da wollte ich immer dazu fragen. So what about this TV show you are doing right now? Tell me a little bit about it. We're doing a show that started out to educate people about the Burmese pythons in the Everglades. It's called The Python Hunters. It's on National Geographic's Wild Channel. And it's kind of, it was a good show, everybody liked it, so they asked us to do more shows. And now, we're getting to travel around the world, talking about snakes and educating people about reptiles. It's a lot of fun. So first you was hunting more or less the Burmese pythons here in the Everglades? Yep. And then the people liked it, and now you hunt the Burmese everywhere, or what? Well, we get to hunt everything. We go to countries, and we find what we find, and we talk about it, and we educate people about it, and we have fun. And the Burmese pythons in the Everglades, is it really a problem, or it was just pushed up or something? The Burmese pythons in the Everglades are a problem because they're there and they don't belong there. But the numbers of Burmese pythons in the Everglades were way overestimated. And the cold snaps the last 2 years have really brought the population down. So it's brought it down so much that it's not worthwhile for us to go spend all of our time hunting them because we don't find them. Okay. Very difficult to find. They really reproduced in the wild here in the Everglades? Yes, they are. And for 20 years, they were out in the Everglades wild reproducing, and they got to sizable numbers, somewhere probably, my estimation, between 3,000 and 5,000. Now with these last couple of years of cold snaps and people out there hunting them and educating people about it, the numbers are down. I would estimate probably lower than 500 in the whole 2.5 million acres. Okay, interesting. And yeah, going back to the show, you said, what is the name of the show and what channel is it? It's called Python Hunters and it's on National Geographic's Wild Channel. Okay, also ihr seht jetzt hier einer der Python Hunters und mal schauen, ob wir es bei uns im Fernsehen aussehen. Thank you, Michael. Thank you, Stefan. Ja, und hier ist unser bescheidener Stand. Wir haben dieses Jahr einfach ein paar Champagnes mitgebracht und wollen hier ein bisschen eine Champagne-Promotion machen. Hier unser professionelles Werbedisplay. Only Champagne, only the best.
und hier wird gerade auch Champagne verkauft. Hier zeige ich unsere jüngsten Fans. Alles Reptil TV Fans. 2011 National Reptile Breeders Expo is over. We will see you next year, same place. Thank you for coming. Ihr habt's gehört, die Show is over. Noch zur Richtigstellung, was wir erzählt haben von wegen Snakebites kauft Reptil TV. Völliger Quatsch, das wäre wie wenn Aldi Microsoft kauft oder sowas. Spaß natürlich. Also wir haben nur Quatsch gemacht. Reptil TV bleibt natürlich bei uns, wird sich nichts ändern, ich werde es weiterhin machen. Und alles bleibt beim Alten. Ja dann, bis zum nächsten Mal, denkt dran, check my boards. Yeah, Brian, what do you think? What is a good price? What can you offer me for the, you know, it's a great channel, you know? Yeah, it's got potential, Stefan, but you know, it's kind of a small thing. You just started it. It's not that exciting. You know, normally I'd give maybe $100 or something like that for something like this. $100? Yeah, I can't go more than $100. All right, well, tell you what, you're a friend of mine. Okay. I'll give you $200. How's that sound? You mean euro or US dollar? Euro? No, I'm gonna cash right now. $200. Okay. Cash money. Right okay. Here. Okay. And I think it's, you know, we worked hard on this. You know, put something on top, make it a pastel or something on top. I tell you what I'll do. And it's just because you're a friend of mine and I believe in your audience. I'll throw in a cinnamon pastel. How's that sound? Cinnamon? Yeah. Female or male? Can you bring in that cinnamon? Here you go. Just a male. Male cinnamon. Cinnamon male. Okay. We have a deal. All right. Thank you. HJG, habe ich das fein gemacht? Hä? Ganz fein? Okay. Tschüssi.